Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Diesmal, wie man einen Text vor einen Positionsblock stellen kann. Immer mal wieder fragen sich Anwender, wie man einen Text, der sich auf mehrere Positionen bezieht, gut in Profacto einbringen kann. Dazu habe ich mal ein Beispiel vorbereitet, denn auch das ist natürlich in Profacto ganz einfach zu lösen. Ich möchte für den Abschnitt Theke einen Text unterhalb der Überschrift platzieren, der sich auf alle Positionen dieses Abschnittes bezieht. Dafür erzeuge ich nun einfach eine neue Position. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Felder Dokumentnummer und Anzahl frei bleiben. Dann trage ich meinen Text in das Bezeichnungsfeld ein. Text habe ich hier schon mal vorbereitet. Kann jetzt noch zahlreiche Formatierungen einfügen und dann einfach das entsprechende Dokument ausdrucken. Schon fertig. Nun viel Spaß damit!